Ich sage, ich muss das Auto haben. So, ja. Ja, welchen Preis, ist mir scheißegal. Ich will dieses, ich will dieses Auto haben. Also, es ist total verrückt. Das ist bis heute so. Ja. Du kannst hier jeden anderen auch kaufen, günstiger. Ich so, ja, aber ich will den. Mich befriedigt das nicht. Jetzt verkaufe ich einen Golf oder VW Passat-Variant von Baujahr 2018 mit Highline-Ausstattung. Das gibt mir nichts. Die Suche nach dem Auto, das Auto zu besitzen. Du kaufst einen Käfer, wo jeder sagt, das lohnt sich nicht, du willst ihn aber haben. Und du sitzt da irgendwie drin, alles klappert, alles holpert, ständig stößt du dich. Aber das ist so geil, so ein Auto zu fahren. Ja, aber du bewegst eine Maschine, nicht eine Maschine bewegt dich. Ja. Ja, auf jeden Fall eine große, große Herausforderung, das ist auch nicht die Fahrzeuge zu bekommen. Der Markt ist riesig. Es werden immer Fahrzeuge angeboten, aktiv. Jeden Tag bekommen wir Autos angeboten. Der Verkauf, das funktioniert auch. Ich sehe die Gewährleistungsreform, das muss man auch einfach mal so ansprechen, ist eigentlich eine Frechheit, dass der Gesetzgeber sagt, auch beim 50, 60 Jahre alten Auto müssen wir als Händler eigentlich 2 Jahre Sachmangelhaftung geben. Wir können es auf 1 Jahr reduzieren, völlig außer Frage, aber wir sind 1 Jahr in der Beweispflicht. Das ist völlig paradox. Du kannst ja genauso nicht ein 60 Jahre altes Auto mit einem Neuwagen vergleichen. Das geht nicht. Ja, das ist ja wie, als würdest du ein Baby mit einem erwachsenen Menschen vergleichen. Ja. Aber das sagt die gleichen Gesetze. Ja. Entschuldigung, das ist ja das Krankhafte in Deutschland. Aber ich finde es noch schwieriger. Ich finde es ja, oder was ich noch schwieriger finde, ist die zwei zueinander finden. Den Menschen, den Kunden und das Auto. Man muss sie vereinen. Also man kauft ja irgendwie so dieses Hobby, diese Leidenschaft und da den richtigen finden zu dem richtigen Auto. Ja. Ich habe eben oft gesagt, da habe ich Kunden auch mal gehabt, die sind gekommen, die waren verliebt in das Auto, aber ich wusste ja, die haben keine Freude, weil das ist nicht der Typ für das Auto. Ja. Das passt nicht. Ja, und dann habe ich den versucht, mal auszureden, weil ich weiß, der kauft bei mir ein Auto und der wird in einem halben Jahr unglücklich. Und das Auto ist zum Beispiel aus erster Hand im Erstlack. Ja. Und das ist so ein Typ, der möchte mit dem Fass jeden Tag fahren. Da geht Geschichte verloren. Ja? Und da habe ich versucht, habe ich gesagt, komm mal, brauchst du nicht. Kauf dir Auto, ist 5.000 Euro günstiger, der ist nicht mehr im Erstlack, der sieht wie neu aus, der ist aber überall lackiert. Das ist dir auch egal, ja? Weil du willst das Auto fast jeden Tag fahren. Ja? Und da den richtigen Kunden zu finden, das ist manchmal nicht so einfach. Das ist, also ich versuche das auch, diese Fahrzeuge nicht an jedermann zu verkaufen. Ja. Wenn man irgendwo ein Gefühl hat, der hat eine viel zu hohe Erwartungshaltung auch ans Auto oder... Ich will nicht sagen, dass man die Geschichte... Der ist auch nicht glücklich, wenn ein Kunde... Deswegen sage ich ja, es gibt kein perfektes Auto. Es gibt nur einen perfekten Kunden für das passende Auto. Weil ein Kunde kauft ein Auto, das Auto ist perfekt. Aber nach einem halben Jahr sagt er immer, der fährt keine 200 und die Klimaanlage kühlt nicht so. Ja? Das Auto ist dadurch nicht schlechter, er ist aber nicht der richtige Mann dafür. Ja. Das haben wir... So alle 2 Monate mal einmal, wo dann Kunde sagt, nee, das ist irgendwie, ich habe mir das anders vorgestellt. Und dann kommt er noch dazu, auch wenn die nicht viel mit dem Auto gefahren sind, er sagt, ja, dann ziehst du mir 500 Euro ab. Das kann ich nicht machen, weil es ist jetzt einfach ein Eintrag mehr. Und wenn es vom ersten auf zweite Hand, dann reden wir nicht nur von 500 Euro Wertverlust, dann ist das ein ganz anderer Schnack, um dem Kunden das zu übermitteln, dass wir dann einen deutlichen Abschlag beim Preis machen müssen. Ja, du hast ja auf jeden Fall nicht ein Einzelstück, sondern schon Massenprodukt. So, ist nur ein Eintrag, ja? Gut, wenn es 3 auf 4 ist, reden wir nicht. Aber zwischen 1 und 2, das ist teilweise, kann es schon 50% vom Fahrzeug wert sein. Ja? Plus, was dazu kommt, du musst dem neuen Kunden ja auch sagen, wenn er sieht, so, er sieht ja, angemeldet am 1.3., keine Ahnung, und am 1.9. wieder abgemeldet, was ist denn mit dem Auto? Wenn du dann sagst, Kunde hat nicht gepasst, dann ist er immer schon gleich ein komisches Bauchgefühl. Oh, dann ist das Auto auch schlecht. Ne? Ja, genau. Ist aber nicht immer der Fall. Ja? Zu 99% ist das nicht der Fall. Wir hatten das mit dem 190er, der hier noch vor der Tür steht. Der wird am Samstag abgeholt. Den haben wir ausgeliefert. Der war 4 Wochen angemeldet. Dann sagt der Kunde, das ist nicht mein Auto. Sag ich, ach du Scheiße. Ist da irgendwie was mit? Sag ich, nee, ich möchte doch lieber das Coupé kaufen. Da habe ich unser Coupé verkauft, habe das Auto dann wieder in Zahlung genommen. Wir haben uns auf eine Zuzahlung geeinigt und fertig ist.
Und der neue Kunde auch, naja, der war nur 4 Wochen angemeldet. Ja. Dem habe ich dann die Geschichte auch wirklich so erzählt, wie es ist. Auch die Verläufe noch gezeigt, damit er nicht denkt, das ist irgendwie eine Bruchbude oder eine Bastelbude. Das ist dann schon... Aber du musst dich immer rechtfertigen. Ja, ja? Ja, genau. Und diese Stunden für den nächsten Kunden, ja, das zahlt hier keiner. Ja? Warum macht er das denn? Man fühlt sich auch irgendwie, als wäre man Krimineller, obwohl man da nichts gemacht hat. Ja? Ja, genau. Der andere müsste sich so fühlen, nicht du. Ja, ja? Genau, das ist richtig, ja. Und deswegen habe ich versucht immer, ist zwar krank, normalerweise möchte man das Auto verkaufen, nein. Weil wenn ein Kunde unglücklich ist, spricht er über das Auto, über dich auch immer negativ und das zu Unrecht. Ja. Ja, und das finde ich ja, man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein und das machen viele nicht, die dann sagen, bei dem Erstgespräch hatte mir das gesagt, ich habe es aber vielleicht mal verdrängt. Ja. Weißt du, die fahren ja zu den Kumpels und sagen, hör mal, guck mal, was für ein Auto. Und er sagt ja, das schenkt die Stoßstange. Ne? Der wird nicht sagen, hör mal, da habe ich dich auch mal drauf hingewiesen, dass die Stoßstange neu gekommen ist, die passt ja nicht. Das sagt er nicht. Sagt ja, er, genau. Oh, was für ein Händler. Ja, genau. Ja? Oh, er hat bestimmt einen Unfall gehabt. Genau, ja. Genau. Oh, und oh, dann oh. Die Kumpels immer schlecht reden. Jeder sowas. Hat immer noch einen Kfz-Meister in der Verwandtschaft. Genau, genau, alle, genau. Ja, das ist immer das gleiche und Spiel. Und alles vergessen die, was beim Verkaufsgespräch oder davor gelaufen ist, das vergessen die alle. Ja? Ich habe mein Auto ins Ruhrgebiet verkauft. Da sagt der Mann, ja, sag aber meiner Frau nicht, was ich für das Auto bezahlt habe. Ich so, nein, das darf sie gar nicht wissen und hin und her. Ich habe nur so und so und hin und her und das nicht erzählen. Ich so, Jesus Maria, was? Er ist glücklich und zufrieden mit dem Auto, aber das ist auch schon wieder, wo ich gedacht habe, mein, das steht schon wieder unter einem nicht so guten Stern, das Geschäft, aber toi, 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 er fährt noch. Ja, es ist, ich kann es aber auch verstehen. Manchmal ist es ja so, es ist schwierig, einen Partner zu finden, der die gleiche Hobby-Leidenschaft hat wie der andere auch. Und da ist es schwierig für eine Frau, auch ein Auto, ein dickes Auto, ein altes Auto. Wenn man es nicht selbst lebt, kann man das nicht verstehen. Ja? Das Pärchen, was den 560 SEC gekauft hat, da war die Frau richtig heiß auf dieses Auto. Also sie hat genauso viel Benzin im Blut gehabt wie ihr Mann. Und gesagt, boah, das ist das Auto, die Farbe. Und wo meine Frau gesagt hat, naja, muss das denn sein? Musst du mit so einem Auto fahren? Ich so, ich finde das geil. Der ist doch einfach... Der ist geil. Da gibt es doch keine zwei Meinungen zu. Ja. So, ich finde den einfach, den kannst du auch nicht schön gucken. Du findest den geil oder du denkst, oh Gott, was für eine Lugenkarre. Aber das ist bei vielen Autos. Ja. Bei vielen Autos ist es wirklich so, man muss sich in irgendwas verlieben oder nee, passt nicht. Ganz kurz kann ich dich mal fragen, wann hast du die meisten Autos verkauft? Im Sommer oder im Winter? Im Winter, komischerweise. Ich auch. Das liegt daran, dass jeder im Winter sich ein neues Projekt sucht. Die haben zu Hause Zeit, die gucken, neue Inspirationen und dann kaufen die. Und im Sommer sind die unterwegs. Das ist wie mit Cabrios. Cabrios habe ich auch im Winter, die meisten verkaufen nicht im Sommer. Ja, ist das bei dir auch so? Das ist komischerweise wirklich so. Also wenn man jetzt denkt, bei dem, klar, der Oldtimer-Markt ist glaube ich sowieso antizyklisch unterwegs. Wir merken es extrem, wenn Sommerferien sind. Dann denkst du schon, jetzt mal den Laden zu, ihr wird nie wieder ein Auto kaufen. Sobald die Ferien vorbei sind, dann geht es wieder richtig los. Aber was wir speziell im Dezember an Autos gedreht haben, die Werkstatt, die hat wirklich 6 Tage die Woche fast Tag und Nacht durchgeschraubt, weil wir die Nachfrage gar nicht bedienen konnten. Das war unfassbar. Mhm. Was ist denn jetzt los? Mhm. Weil Weihnachten steht vor der Tür, Geschenke, Versicherungen kommen am Jahresanfang, wo man sagt, naja, hält man sein Geld erstmal zusammen. Ganz im Gegenteil. Die haben uns hier wirklich... Ja. Wir hatten überlegt, Betriebsferien zu machen, war gar nicht möglich. Das kenne ich auch. Dezember war immer sehr, sehr stark. Ja. Unfassbar, was da los war. Speziell Corona, glaube ich, hat dem Markt einen richtigen Schub gegeben, weil extrem viel Geld einfach sich angesammelt hat und gespart, die Leute nicht weg konnten und sich trotzdem irgendwas gönnen möchten. Wir merken eigentlich von Monat zu Monat, die Anfrage, das wird immer mehr und immer mehr. Das kann jetzt daran liegen, dass auch die sozialen Medien, dass wir da wachsen, mehr Bekanntheit, dass man da vielleicht irgendwie so ein bisschen Begierde weg bei den Leuten. Ich kann es mir ansonsten nicht erklären. Ich glaube, dass wir auf so einer kleinen Welle sind, die jetzt noch steil nach oben gehen wird. Dass das ist alles der Anfang ist. Wenn wirklich jetzt irgendwann das Verbrenner aus beschlossen werden sollte, dann werden die Preise auch für die Autos noch weiter durch die Decke gehen. Ein Kompliment noch an dich vielleicht mal am Rande. Warum du so gut verkaufst, ist, glaube ich, darum, dass man selbst auch, glaube ich, sich weiterentwickelt und wächst. Und ich muss dir den Lob geben. Ich war vor ein paar Jahren bei dir im Laden und jetzt die Qualität und die Buntheit ist explodiert. Ja. Und ich bin wirklich begeistert, was man hier alles vorfindet. Und das ist so,
dass du wirklich einzigartig bist und deswegen verkaufst du auch gut. Ja. Das ist, glaube ich, weniger von dem Markt. Im Markt gab es ja immer schon, das ist ja wie das Rotlichtmenü, ja, ja. Gab es ja auch schon immer. Das ist ein Vergleich. Ja, das ist der Punkt. Du hast das richtige Produkt und deswegen gehen die Autos. Ja, und jeder lebt das hier. So, das ist alleine, wenn du hier reinkommst, ich habe mich zum Beispiel tierisch über diese Esso-Säule gefreut, die da gekommen ist. Da hat mir jetzt schon jemand 1.000 Euro mehr geboten, als ich bezahlt habe. Ich meine, das Ding kommt nicht weg, weil das passt hier perfekt rein. So, du kommst hier rein und in jeder Ecke steht irgendwie was Altes, was Geiles. Das ist einfach so ein gewisser Spirit, glaube ich, der hier herrscht. Ja. Sei es die Jungs in der Aufbereitung, sei es die Jungs aus der Werkstatt, jeder hat hier irgendwie so ein gewisses Feeling und ja, irgendwie leben wir auch alle unsere Persönlichkeitsstörung wahrscheinlich aus. Ja, aber du nimmst ja auch einen mit, du nimmst ja auch einen auf die Reise mit. Du, ja. Bei dir merkt man die Emotionen auch und dann fühlt man sich ja wohl. Der nächste Punkt ja, du unterhältst auch dein Publikum, sage ich mal, hier in der Region, nicht nur außerhalb jetzt, sage ich mal, mit deinem Kanal, sondern auch durch deine Veranstaltung, ja, dass die Menschen sich auch nicht einsam fühlen. Ja. Du hast auch die Erfahrung durch die Werkstatt. Das ist einmal, dass, sage ich mal, die Autos fertig gemacht werden, aber auch zu den späteren, wenn irgendwelche Reparaturen anstehen, die wissen, wo die hinfahren sollen. Ja. Das ist auch so ein Punkt. Viele trauen sich gar nicht mal einen Oldtimer zu kaufen, weil die wissen nicht, wo kann ich damit noch hinfahren? Wer kann mir das reparieren? Ja. Du bietest ja ein komplettes Spektrum. Deswegen bist du auch so erfolgreich. Ja? Gerade Thema Werkstatt ist auch ja, für Andreas ein ganz wichtiges Thema, der auch einfach mit der Zeit mitgewachsen ist, dass man einfach sagt, alles, was wir hier nicht puffern können, geht alles zu Andreas rüber, weil die Jungs da auch einfach Bock haben auf diese alten Autos. Und die auch mit dieser Einstellung an die Sache rangehen. Wenn es einen Motor hat, kann ich es auch reparieren. Motor ist Motor, ein Getriebe ist ein Getriebe. Irgendwie kriegt man das immer alles schon irgendwie hin. Und da kommen die Leute teilweise wirklich von überall her. Ich habe hier einen Kunden, der bringt seine ganzen Autos aus Berlin hierher. Mhm. Wir machen die optische Aufbereitung bei den Clean Bodies. Wir machen Smart Repair, Lackierarbeiten, Sattelarbeiten, Detailing etc. pp. Andreas macht die komplette technische Aufbereitung der Fahrzeuge. Und dann gehen die wieder nach Berlin. Und ich denke, das ist ja völlig verrückt. Gibt es ja keine Werkstätten, aber die haben einfach Bock drauf. Ja. Ich sage mal, hier wird jeder gleich schlecht behandelt, wenn er hier reinkommt. Also hier wird nie einer sitzen und einen teuren Mercedes im Anzug kaufen. Hier sitzt der dicke, tätowierte Mann mit dem Bart und erzählt ja, die Geschichte des Autos. Und wir verbiegen uns nicht. Hier wird jeder, das ist ja, klassenlos ist das hier. So, und das muss aber auch so sein. Aber bei einer Werkstatt ist es auch wichtig, man muss das Vertrauen haben. Du fährst ja mit so einem Oldtimer nicht und einfach Sachen tauschen, wild tauschen. Weil manche Sachen sollte man nicht tauschen, sondern die reparieren, die da auch stehen. Ja. Und manche Sachen muss man gar nicht tauschen, weil das die Gegebenheit ist von der Zeit. Und da eine Werkstatt finden, die das auch versteht, das ist ganz schwierig. Und wenn man einen hat und wo man das Vertrauen hat, bringt man ja auch dahin. Das ist wie beim zum Arzt gehen, ja? Es ist nicht nur das, sage ich mal, das Medizinische beim Arzt, sondern du musst diese zwischenmenschliche Verbindung muss da sein. Und das finde ich bei den Autos genau das Gleiche. Wir haben, das war auch ein Opel Kadett, Opel Kadett D war das mit kurzer Heckklappe. Top-Auto, original 17.000 Kilometer gelaufen, alles gemacht, Service gemacht, alles schick, alles schön. Haben das Auto ausgeliefert und der lief dann einfach nicht mehr richtig. Und dann, scheiße, da sagt der Kunde, du, ich habe hier noch eine uralte Opel-Werkstatt im Ort, die können Sie das mal angucken. Ich da angerufen, sage ich hier, bitte tut mir einen Gefallen, schreibt das Auto nicht tot, macht das, was kaputt ist, bewertet das ehrlich und nicht nur, weil es ein altes Auto ist und hin und her. Dann rief der Senior-Geschäftsführer, der Opa, rief dann irgendwann und sagt, du, ich schicke dir gar keine Rechnung, ist alles gut. Ich habe nur den Vergaser einmal eingestellt. Sagt er, richtig, ich möchte mich dafür bedanken, dass ich nochmal die Möglichkeit hatte, meinen Jungs zu zeigen, dass die alle nichts können heutzutage, dass ich hier noch gebraucht werde. Und sagt er, total geiles Auto, super schön, schwitzt ein bisschen, habe ich dem Kunden gesagt, das ist alles richtig so, total geil. Dass sich jemand bedankt, so ein Auto mal in der Werkstatt zu haben. Und das hast du, deswegen versuchen wir, wenn mal eine Reklamation ist, die Autos alle zu uns zu bekommen, weil für die Leute teilweise, ich Kopfdichtung muss neu und Ventildeckeldichtung und das muss neu. Ich so, das schwitzt. Haben Sie einen Tropfen am Auto? Nein. Ich sag, der schwitzt. Das ist ein altes, das ist ja selber, wenn man irgendwann alt wird. Ja, aber heutzutage in der Werkstatt, die lebt davon, alles, was die sehen und das nicht vielleicht mal perfekt ist, zu ersetzen. Ja, ja, aber wenn wir, sage ich mal, nicht mehr 18 sind und 40, man ersetzt uns ja auch nicht. Ja, genau. Nur weil du jetzt, sage ich mal, keinen Marathon laufen kannst, kriegst du ein neues Herz nicht. Genau. Ja, das ist aber so. Ist das muss man ja leben. Ja. Und wenn ich nach 2 Stufen mal Pause machen muss, weil ich nach Luft nicht schnappe, kriege ich nicht eine neue Lunge. Ja. Das ist
habe ich einmal mit dem T1-Bus, der fängt immer an zu kochen und wenn ich nicht stehe, dann darfst du einfach nicht so lange stehen. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist nun mal so. Der muss einfach abkühlen. Oder wenn eine große Steigung kommt, man muss die Instrumente beachten. Heute gibt es so keine Instrumente. Ja. Früher bist du Auto gefahren, da musst du wie eine Maschine gucken, hör mal, was für einen Öldruck hast du, wie ist die Temperatur. Da kommt eine Steigung, wir sitzen zu viert, okay, ich nehme dann vorher Schwung. Das ist das Interessante. Genau, ja. Nicht nur einfach mal, ich komme von A nach B, sondern du wie du kommst, erleben. Im Arsch haben, so dieses Gefühl, jetzt wird es gefährlich. Und das sind so Sachen, über solche Sachen, wie willst du das jemandem erklären? Ja. Entweder erlebt er das oder nicht. Ja. Ich bin mit meiner Tochter mal gefahren, mit meinem 124er und einem dicken Anhänger dahinter. Also, Papa, das Auto ist kaputt, der fährt nicht mehr richtig. So, Emily, das dauert jetzt. Wir müssen jetzt auch ein bisschen Anlauf nehmen, wir müssen jetzt eine Brücke hoch. Und das ist nun mal so, das ist ein altes Auto. So, das, aber das ist doch cool, oder? Ja, ich finde das geil. Da lernst du im Windschatten im LKW, so, hinterm LKW zu fahren. Ja. Da weißt du, was Windschatten ist. So, ja. Das kennt ja heute gar keiner mehr. So. Aber da hast du ja echt eine Arschkarte, wenn zwei LKWs sind. Du kommst ja raus und dann hast du zwei vor dir. Ja, dann bist du nämlich der Verkehrshindernis. Genau, wie es vom LKW überholt. Ja. Dafür gab es früher Lunchpakete, die man mitgenommen hat, wenn man zu Oma ins Nachbarort gefahren ist. Genau. Ja. Da wusstest du ja nicht, was du nur alles überholst. Also, ich würde mit einem 124er Mercedes, und ich glaube, der war Golfer, mir fällt der Name des Unterhändlers nicht ein, der damals den Gefangenenaustausch zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland verhandelt hat. Das war einer der erfolgreichsten Unterhändler der deutschen Regierung damals. Mir fällt der Name nicht ein. Aber das wäre so ein Auto, mit dem würde ich die Zeitreise machen und ich würde mich, warum auch immer, in die DDR-Zeit, irgendwie so 70er, 80er Jahre, würde ich mich versetzen lassen, um das einfach mal so live mitzuerleben, wie es dann drüben gewesen ist. Ich kann es nur sagen, 70er, 80er Jahre bin ich komplett bei dir. Was bist du für ein Jahrgang? 83, ich bin 76, aber das ist wahrscheinlich so die Zeit, mit der wir aufgewachsen sind, plus minus 5 Jahre. Das nimmt unsere Kindheit so ein bisschen mit, auch was wir am Anfang schon gesagt haben, auch mit Nachbarauto, Opa-Auto, das ist so die Generation. Aber was für ein spezielles Auto ich nehmen würde auf eine Zeitreise, fällt mir so spontan nicht ein. Aber es wäre so 70er, 80er Jahre alles. Also ganz kurz zu erwähnen, mir wäre das Auto egal, aber der Zustand nicht. Ja, ich bin so ein Detailfetischist. Ja. Wie heißt dieser Unterhändler jetzt? Ich habe auf der Toilette die Zeitung liegen, wo über den berichtet wurde. Nein, das war ein Unterhändler und der hat den Gefangenenaustausch immer hin und her verhandelt. Und die Wiesen und all so ein Pipapo. Jesus, der goldene Bonzenbenz der DDR. Mir fällt der Name in der nicht Unterszene ein. War ich nie unterwegs, deswegen kann ich dir da nicht helfen. Okay. Oh, die ist ja sehr wichtig, also Pflege und Wartung, also alles, was man liebt, pflegt man, Und ich glaube, deswegen werden die neueren Fahrzeuge weniger geliebt und weniger gepflegt, sondern nur einfach nur durch die Straße gefahren, Das ist nicht eine Pflege, sondern das ist, sage ich mal, benutzen. Das bringt so ein altes Auto auch eigentlich automatisch mit sich, dass ich es pflege. Wobei, ich habe mal einen 123er Kombi verkauft, ein 240, da haben wir auch eine YouTube-Folge mit, wie hieß er noch, mit Felix gedreht. Ja. Michael, geiles Auto, was du uns da verkauft hast, war auch eine coole Geschichte. Das Auto war in so einem geilen Zustand, den haben wir dann auch einen Tag später verkauft. Der war gar nicht online, der Kunde wollte einfach nur mal gucken, das war noch in der alten Halle. Und das Auto haben wir letztens hier nochmal zur Reparatur gehabt und dann habe ich ja, was ist das denn? Also, noch nie gewaschen worden, der Wagen. Alles reingeschmissen, Pferdesättel, Hunde, also der ganz schlimme Mercedes-Stern war abgebrochen. Das habe ich selber noch aus eigener Tasche bezahlt, auch kaufmännisch komplett sinnlos, weil ich das nicht haben kann, dass der ohne Mercedes-Stern durch die Gegend gefahren ist. Also völlig, völlig verrückt. Der sagt, nö, das Auto ist früher auch immer gefahren und das ist ein Nutzfahrzeug. Kann man machen, hat jeder seinen eigenen Anspruch, aber ich finde, das ist auch so der Charme des alten Autos. Pflege ist das A und O. Du musst das Auto regelmäßig warten lassen, lieber einen Ölwechsel zu viel als einen Ölwechsel zu wenig machen. Immer nur schön per Hand waschen, das Ganze vernünftig warm fahren. Also das ist schon deutlich aufwendiger, als ein neues Auto zu fahren. Der zeigt dir an, wenn irgendwas kaputt ist. Bei so einem alten Auto musst du auch das Gefühl haben, oh, das Geräusch, es klappert, es poltert.
das musst du irgendwie im Arsch haben. Hat er was, hat er nichts. Ja, ein altes Auto sagt dir vorher, bevor es kaputt geht, neues Auto, du fährst auf der Autobahn, plötzlich geht eine Lampe an, ja, und ist aus, ne? Ja, und Thema ist erledigt. Und bei so einem alten Auto weißt du schon, oh... Der kommuniziert mit dir. Ja. Du musst ihm zuhören und er sagt dir das. Das ist ja der Unterschied. Ja, ja, genau. Das ist wie heutzutage in einer Beziehung, ja? Machst du nicht das, was die Frau sagt, wirst du ersetzt. Ja, früher hat man miteinander sich unterhalten. Ja. Das ist ja auch die Beziehung mit dem Auto, ja, die so du hast. So kann man das ungefähr, ja. Es sei denn, du hast ein englisches Auto, die zicken sowieso immer. Auch wie eine Frau, ne? Ja. Oh, jetzt gibt es gleich einen Shitstorm. Oh. Ja, aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Manche mag auch ein bisschen rumgezicke. Der andere mag eher so ein bisschen auf einen gleichmäßigen, ruhigen Stil. Der andere mag ein bisschen härter. Und so ist das auch mit den Autos. Ich habe es mit unserem Mustang gehabt, der dann leider Gottes irgendwann abgebrannt ist. Das war auch ein geiles Auto, aber eigentlich ein richtiges Arschloch. Immer wenn ich damit irgendwo zur Eisdiele gefahren bin oder so, man kennt das ja, diese typischen Assi-Touren, habe ich das immer genannt. Ich muss eben meine Assi-Tour durch die Stadt drehen. Aber ne, schön den V8 bollern lassen, dann abgestellt, ein Eis geholt oder Brötchen geholt, keine Ahnung, und dann wollte die Sau wieder nicht anspringen. Da musstest du immer dreimal das Gaspedal pumpen, aber auch mit einem gewissen Druck. Hast du zu viel gepumpt, sprang er nicht an, hast du zu wenig gedrückt, sprang er nicht an, und dann ist er auch einfach mal eine halbe Stunde gar nicht angesprungen. Dann stehst du da zu Augen, dann ist er abgesoffen und dann konntest du sagen, so, jetzt gehe ich zu Fuß nach Hause und komme im Dunkeln wieder, damit es keiner mitkriegt. Aber ich fand das charmant, weil ich wusste, das hört sich auch bescheuert an, aber wie wollte er benutzt werden? Wie will er behandelt werden? Ja. So, das ist einfach, ja, das ist... Ja, vor allem klaut hier keiner so ein Auto, ja? Nee, definitiv nicht. Nein, definitiv nicht. Also wenn er nicht weiß, wie es geht... Bis zum nächsten Dankeschön, bleibt er stehen und dann ist es vorbei. Dann ist das Thema erledigt, ja. Sorry für die kleine Unterbrechung des Videos. Hier nur ein ganz kurzer Einspieler. Wir kaufen seit einigen Monaten eure Fahrzeuge an, die ihr uns wirklich aktiv über Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp anbietet. Also, falls ihr einen Klassiker zu verkaufen habt, das Auto sollte so mindestens 20, 25 Jahre alt sein, sich im guten Zustand befinden, bietet uns das Fahrzeug gerne an. Hier wird meine WhatsApp-Nummer eingeblendet. Philipp, wird sie auch hier eingeblendet? Ja, wird sie. Ich brauche eine Kopie oder ein Foto des Fahrzeugscheins, Foto des Briefes, ein paar Fotos zum Fahrzeug, den Kilometerstand und eure Preisvorstellung. Und anschließend melden wir uns innerhalb von kürzester Zeit bei euch zurück. Und dann können wir gucken, ob wir da vielleicht zusammenfinden. Das war's schon. Ich freue mich auf eure Angebote. Ja, Damian, da bist du ja der... Ich habe ja besessen den 560er SEC von Ralf Richter, Film Bam Bum Bang. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich den haben wollte wegen dem Film. Ich fand den Film, wo der rausgekommen ist, faszinierend aus dem Ruhrgebiet. Einfach die ganze Geschichte und Ralf Richter auch. Ich bin großer Fan von Ralf Richter, mittlerweile seit Jahren sehr gut befreundet. Und somit sind wir dazu gekommen, dass ich dieses Auto besessen habe bis vor kurzem. Jetzt darf sich jemand Neues erfreuen dem Ganzen. Es hat aber auch... Das Gesamte hat gepasst. Wir verstehen uns mit Ralf super. Das Auto ist meine Generation. Das Auto passt zum Ralf Richter wie Faust aufs Auge. Ja, das ist ja diese Ludenkarre. Der Ralf Richter, sage ich mal, im Film verkörpert das auch immer wieder. Das hat alles gepasst. Aber ich kenne auch welche, die speziell solche Filmautos auch sammeln. Ja? Für mich war das jetzt nicht nur, wie die ganze Geschichte mit den Autos ist, immer diese Leidenschaft. Und so hat sich auch zu diesem Auto diese Leidenschaft und die Ehe, die wir über viele Jahre zusammen ausgehalten haben, auch entwickelt. Ja? Den Ball kann ich nur aufnehmen. Wir waren die Geschichte oder wie wir zu diesem Auto gekommen sind, könnt ihr im September bei RTL Nitro sehen, bei Verkauft und Zugelassen. Da haben wir nämlich witzigerweise eigentlich für was ganz anderes eine Folge gedreht und dann kam das wie Phönix aus der Asche. Wir kamen, werde ich nie vergessen, in dein Autohaus rein. Andreas sieht den Hot Rod und hat sich gleich in die Hose gemacht und ich habe den SEC gesehen. Ich habe gesagt, boah geil, das Auto musst du, das musst du einfach haben. Jeden Abend, wenn ich hier Feierabend gemacht habe in der Halle, habe ich das Auto noch einmal gestreichelt. Ich habe gesagt, du bist so schön, du bist so unseriös, du bist sowas von überflüssig und dekadent. Du bist einfach geil. Mhm. Das war einfach, deswegen, der ist auch gar nicht online gegangen, der Wagen. Und dann kam jemand, warum auch immer, den Weg zu uns gefunden hat und dann gesagt hat, boah, das Auto muss ich haben, weil der einfach so geil ist. Und wenn es ein Auto, für mich gibt es eigentlich nur zwei Autos der deutschen Fernsehgeschichte. Ja gut, wenn wir den Herbie noch mitnehmen, aber der catcht mich nicht so sehr. Der Manta aus Manta Manta
und der 560 aus Bang Boom Bang. Ich glaube, andere populärere Fahrzeuge gibt es eigentlich gar nicht. Ja, zu dem Manta aus Manta Manta. Der steht beim Sascha in bei Düren da unten. Ja. Und er wurde ja gefragt, für den neuen Film Manta Manta, dieses Auto sollte ja wieder eine Rolle da drin spielen, müsste aber umlackiert werden. Da hat er gesagt, nein, das Auto, egal wie viel Geld ihr mir gibt, das Auto ist so, wie es war und so bleibt es, ja. Und deswegen in dem neuen Film auch gar nicht gespielt. Und da finde ich ja, er ist auch einer von unseren Kranken aus der Welt, dass wirklich das Finanzielle gar nicht im Vordergrund steht. Man versucht wirklich dieses kulturelle Gut irgendwo zu erhalten, ja. Ich folge ihm auch in den sozialen Medien, wenn er da fährt, Ford Ka, Opel Corsa. Ja. Und dann, er hat das gleiche Schicksal dann wie wir, dass dann viele Internet-Rambos, viel zu teuer und eine goldene Alster völlig, ist eine Frechheit. Ich feiere ihn dafür, weil das genau diese Autos sind. Da gibt es schon den richtigen Kunden für. Der genau so ein Auto, weil also das ist mein Gefühl, ich kenne ihn nicht persönlich, aber dass er viel Wert auf die Geschichte der Historie des Autos legt. Und das sind so Autos, die hat keiner auf dem Zettel. Ja, weil du merkst ja, seine Autos sind er. Er kauft nicht, sage ich mal, um Geld zu verdienen, sondern weil er die toll findet. Ja. Und da kauft er ja und seine Kunden kommen dann irgendwann mal. Ja? Aber das sind seine Autos und da merkst du, dass das, was da steht, ist so, hat er ausgesucht. Ja. Ich habe das hier mit einer Mercedes C-Klasse. Der Wagen hat jetzt gelaufen 114.000 Kilometer, Baujahr 95 aus erster Hand, Buchhalter. Er hat einmal gar nichts an Ausstattung. Mhm. Lückenlos Checkheft gepflegt, Ersthand, und der Opa, von dem ich das Auto habe, hat 15.500 Euro in das Auto gesteckt und den komplett restaurieren lassen. Alles an Historie, alles an Karosseriearbeit machen lassen, wirklich alles, der sieht aus wie neu. Überall läuft das Wachs raus. Das Auto habe ich angeboten bekommen, habe den dann gekauft. Dann so, bist du wahnsinnig für so viel Geld, so eine alte, schrottige C-Klasse. Ich so, das ist ein Stück Geschichte, dieses Auto. Auch die hat ihre Liebhaber. Und wenn nicht jetzt, dann kommen die irgendwann. Aber so ein Auto wird es kein zweites Mal mehr geben. Erste Hand, lückenlos Checkheft gepflegt. Für 15,5 Scheine durchgeschweißt, durchlackiert, kommt. Der ist wie neu, der Wagen. Das kann ich nicht stehen lassen. Ich muss das haben. Und wenn das Auto halt ein halbes Jahr steht, dann steht er halt ein halbes Jahr. Aber das ist, was mich auch wieder befriedigt, wenn ich das Auto waschen fahre. Wo ich denke so, geil. Aber das ist so der Unterschied. Alles, was du gesagt hast, das kannst du nicht bei mobile.de oder sonstiges im Text lesen und dir ein Auto kaufen. Ja? Das sind so, da muss man zu einem Händler gehen und so, ob der Sascha ist, ich war oder du bist, jeder hat so seine spezielle Linie und da muss man dem vertrauen und dann weiß man, der hat sich dabei schon was gedacht, was ich da kaufe. Ja? Wenn du ein Händler bist, der deine Schiene fährt, da kann man wirklich hingehen und da kauft dir wirklich was Vernünftiges, weil das ist sein Leben. Er gibt euch das an Erfahrung und Leidenschaft, was er erlebt dabei. Ja? Ich habe mein Auto gekauft, auch bei habe ich schon viele Autos gehandelt, einen Golf 2 hat er zu verkaufen gehabt. Und sage ich, Daddy, ich möchte das Auto kaufen. Ja, aber ich kann dir nur den und den Preis machen. Ja. Ich so, ja, dann nehme ich den. Er sagt, nee, kannst du kein Geld mit verdienen. Ich so, nee, ich nehme ihn. Nein, das ist viel zu teuer für dich als Händler. Ich so, Danny, ich will dieses Auto haben. Ich habe den gesehen, ich fand den schön, der Zustand ist geil, die History passt, ich muss dieses Auto haben und das passt schon. Gekauft, online gestellt, den habe ich dann an einen Jungen aus Berlin verkauft, der hat hier wirklich Freudentänze gemacht hier in der Halle. Warst du nicht sogar damals dabei? Nee, ne? Wo wir ein Video gedreht haben, die Auslieferung hatten. Der ist so durch die Gegend gesprungen. Nee. Na, ist doch egal. Aber ich weiß, wir leben ja auch von den Abonnenten, Fans, Followern von dieser Community, die sich so ein bisschen inspirieren lassen, die den Bestand teilweise besser kennen als ich. Wenn die sagen, ach, du hast das Auto verkauft, du hast das Auto verkauft. Und dann war einer, sagt, oh, genau so ein Golf 2 habe ich immer gesucht. Genau das gleiche Auto. Der war natürlich teurer, als er vorher im Internet inseriert war. Hier gab es das ganze Paket nochmal, das Ambiente nochmal quasi on top dazu. Ja. Aber ich weiß, für dieses Auto bekomme ich das Geld, weil es irgendjemand gibt, der genauso bescheuert ist wie ich, der auf sowas irgendwie Wert legt. Ganz großer Punkt am Rande, was ich auch immer wieder selbst festgestellt habe und wirklich jedem an Herz lege, wenn ich neu in die Szene reinkomme. Macht nicht den Fehler und privat irgendwo ein Auto kaufen. Man denkt immer, ich mache einen Schnapper. Der Fachhändler guckt sich das Auto an, weiß, was er einkauft, wo der gucken muss, wo sind die Schwachstellen, macht die auch alle, um dann mit seinem Namen zu verkaufen. Ein Privater, nicht mit Absicht, aber viele, kennst du das Problem, du fährst ein Auto 10, 15 Jahre und plötzlich steigst du in das fast gleiche Auto und fährt anders.
dieses schleichende Prozess, man nimmt es nicht wahr, dass irgendwann mal die Sachen schon verschlissen sind. Man denkt immer, oh super, deswegen meistens die aus erster Hand, die sind schon so ein bisschen, sage ich mal, brauchen etwas mehr Liebe als die aus dritter, vierter Hand, weil oft aus dritter, vierter Hand der nächste Besitzer, was als erstes, was er macht, möglichst viel reparieren und stressfrei fahren. Der nächste macht immer das Gleiche. Ja. Deswegen sind die aus zweiter, dritter Hand nicht schlecht. Die sind durchreparierter. Ja. Es gibt auch aus erster Hand, die sind gut. Aber der Fachhändler hat seine Erfahrung über die Jahre gesammelt und hat für euch aussortiert. Und deswegen die Autos beim Händler auf den ersten Blick, wenn du vergleichst, sind teurer. Auf dem zweiten Blick, wenn du kaufst ein Privat, was du in zwei Jahren da reingesteckt hast und vergleichst den beim Händler, ist der beim Händler ein Schnäppchen. Ja, ja? Wir sind auch bewusst immer mit in die Werbung gegangen. Wir sind auch von der Zeitschrift, doch Autobild Klassik war es, glaube ich, getestet worden, anonym. Die gesagt, ja, wir sind immer 30% teurer als alle anderen Händler, aber hier werden die Autos wirklich auf eigene Rechnung verkauft und nicht irgendwie so im Kundenauftrag und solche Geschichten. Und die Autos sind dann fertig und das muss sich irgendwo im Preis widerspiegeln. Wir müssen natürlich Geld damit verdienen, die Leute müssen bezahlt werden, der Laden, das muss aber auch alles von irgendwas. Du hast ja ein Risiko. Genau. Wenn du privat ein Auto kaufst und da geht die Achse oder Durchrostung oder was weiß ich, fällt auseinander, ist Pech. Ja. Du musst es ja alles machen. Du musst auch die Gewährleistung auch dafür geben. Ja? Und deswegen machst du diesen extremen Aufwand, weil du kannst dir nicht leisten, dass das Auto in 3-4 Monaten zurückkommt und dann diesen Riesenapparat instand setzen und allem Möglichen was machen. Erstens ist das eine Lücke in die Werkstatt, unplanmäßige zurück. Du kannst so ein Auto nicht ein halbes Jahr in eine Warteschleife lassen, sondern musst auf die Bühne. Genau. Ja, das kannst du dir nicht erlauben. Deswegen machst du alles Mögliche. Und wenn da wirklich was untergegangen ist und kaputt gegangen ist, nehmt dem Händler nicht übel. Man hat es übersehen. Man macht es nicht mit Absicht. Weil es manchmal sind so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, warum hat er nicht gemacht? Wir haben alles gemacht, aber das übersehen. Kann passieren oder ist im Nachhinein kaputt gegangen, weil man kann nicht alles sehen. Ich müsste das Auto zerlegen und zusammenbauen und auch da, ihr wisst selbst, Neuwagen gehen auch welche nach einer Woche oder nach einem Tag kaputt, obwohl die nigelnagelneu sind. Ja? Wir machen das hier so, dass unser Betriebsleiter, der Andreas, die Autos, der wohnt in der Nähe von Assenbrück, nimmt die Autos mit nach Hause, sind ungefähr 100 Kilometer, bevor sie an die Kunden rausgehen, fährt nochmal 100 Kilometer damit zur Arbeit. Guck dann nochmal, was alles los ist. Das finde ich gut. Und dann fahre ich die Autos auch nochmal. Ja. Nicht, dass wir uns hier gegenseitig misstrauen, aber jeder hat ein anderes Gefühl für. So, und sagt, ah, das ist nicht richtig oder das geht nicht oder achtet da irgendwie auf andere Geschichten. Vor allem, du musst die Leidenschaft auch dem neuen Kunden auch mal wieder ermitteln. Ich bin damit gefahren. Und dann kann ich ja sagen, wie fühlt sich das Auto an? Ja. Der Mechaniker sieht das Technische, du das aber, dieses Fahrgefühl vom Auto. Ja, und da sind zwei Aspekte, unterschiedliche. Deswegen dauert das halt auch manchmal ein bisschen länger mit den Lieferterminen, dass wir die nach hinten schieben müssen, weil es kann immer wieder irgendwas Unvorhergesehenes, wie jetzt mit dem Klimakondensator beim SL, das war alles picobello, Klimaservice gemacht, Kondensator kaputt. Jetzt muss erstmal wieder so ein Teil finden, da gehen wir aber mit dem Kunden offen um, du kannst das Auto jetzt nächste Woche geliefert bekommen, gar kein Problem, aber er muss leider nochmal zu uns wegen dem Klimakondensator. Oder ich besorge einen, schicke ihn dir zu, in deiner Werkstatt, ich bezahle den Einbau und fertig ist das ganze Thema. Dann kommt nächstes Problem, Kondensator getauscht und plötzlich kannst du erst den Kompressor testen. Dann läuft der Kompressor und dann wird der Kompressor irgendwas passiert. Dann konntest du aber vorher nicht, weil der Kondensator nicht in Ordnung war. Ja? Das sind so Sachen. Manchmal hast du einen Fass ohne Boden. Ich weiß noch, wir hatten den BMW E30. Hallo Matthias, auch herzlich willkommen an dich. Der hat das Auto jetzt letzte Woche hier abgeholt. An dem Auto haben wir, glaube ich, 1,5 Jahre umgeschraubt. Egal, was wir an diesem Auto angepackt haben, das war ein E30, 325 ETA, egal, was wir angepackt haben, ist es kaputt gegangen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hast du nur einen Türgriff angepackt, ist er abgebrochen. Hast du den Pin angefasst, ist er abgebrochen. Hast du das Radio angestellt, ist es kaputt gegangen. Ich glaube, nur den Tacho haben wir mindestens 5-6 Mal ausgebaut, eingebaut. Oh, das war ein kompletter Krampf. Bis der Wagen wirklich jetzt, der ist wirklich besser als neu, weil wirklich alles an dem Auto getauscht wurde. Das ist halt manchmal so. Der hatte volles Verständnis dafür. Wir haben dann gesagt, wir nehmen den immer mal wieder rein, wenn wir die Teile haben. Du kannst nicht aufhören zu restaurieren oder zu reparieren an so einem Auto, weil du da selber nicht mit deinem Namen für hergeben willst, dass du irgendwie Schrott verkauft hast oder sowas. Aber das ist halt mit alten Autos so wie bei einem selber. Mit der Zeit läufst du langsamer und fängst an zu husten und zu röcheln und die Nase läuft. So ist es mit alten Autos auch. Die haben eigentlich ihre Erwartungen schon lange, lange hinter sich. So ein Golf 7 GTI, der wird keine 30 Jahre halten. Das ist einfach so. Ne, Philipp? Ja. Ja, Preis.
Preisverhandlungen, finde ich, sind keine, das ist keine Herausforderung. Also die Preise hier, das sage ich den Kunden auch immer, die sagen, ja, was geht da noch am Preis? Sag ich, der steht dran. Dann lachen die Kunden immer und ich nicht. Aber ich sage immer, nach oben sind die Grenzen ja, offen. Ich, ne? Ich kann dir auch die Null ausmalen, ja. Ist auch kein Problem. Aber also das beste Argument ist immer, lieber Kunde, zeig mir, nehmen wir mal den 500er SEL. Zeig mir einen 500er SEL mit AMG-Paket, MAE-Folgen, 113.000 Kilometer gelaufen, in so einem Zustand. Mit Gewährleistung, mit Garantie, mit Wertgutachten, durchgeschraubt bis zum letzten, dann gehe ich den Preis mit. Ja, gibt's ja nicht. Siehst du? Sowas gibt es nicht. Natürlich irgendwann, wenn man dann Autos hat, die etwas länger stehen, reduziert man von sich auch schon ein bisschen die Preise. Aber generell werden hier die Autos zum Festpreis verkauft. Und wenn Reklamationen da sind, ja, dann werden sie, dafür ist dann der Andreas da, angepackt. Wenn sie berechtigt sind, werden sie gelöst. Und fertig ist das Thema. So, weiß ich nicht, aber wirst du wahrscheinlich auch so gehandelt haben. Ja, also für mich war immer so Preis war zweitrangig. Ja. Erstmal muss das Auto für einen passen. Ja, dann ist er auch gekommen und guckt sich das Auto an. Und wenn er da handeln möchte, dann ist das Auto vielleicht mal nicht passend für ihn. Ja, weil wenn ich irgendwo, sage ich mal, weiß ich nicht, in Urlaub fahre und gehe in ein Ransebüro und dann sagt, das gefällt mir, ich möchte nach Dubai, aber ich möchte genauso viel bezahlen wie nach Kroatien. Dann sagt er, ja, dann kannst du entweder nach Dubai mehr bezahlen oder nach Kroatien fahren. Ja? Ja. Die zwei Optionen gibt's, aber Punkt. Anders ja. Nicht. Du kannst nicht das eine mit dem anderen verbinden. Genau. Ja? Ja. Und bei Aldi an der Kasse sagst du ja auch nicht, ich will die Milch, aber ich habe nur 50 Cent. Können Sie mir da ein bisschen abfüllen? Genau. Geht nicht. Bei Lidl ist es gerade im Angebot. Gehen Sie mal mit vom Preis. Ja. Ja. Dubai Marketingagentur, da muss man immer vom Preis her drücken. Ne? Ja. Ja. Preis finde ich immer so zweitrangig. Ja? Nee, man kauft ja irgendwo die Leidenschaft. Ja? Und man muss immer das Gesamte betrachten. Ja? Und viele sind da fixiert und vergleichen über dieses mobile.de und mit den ganzen anderen Portale, was ich immer kein Freund davon bin, weil du weißt es ja nicht, was du kaufst. Ja. Komm vor Ort und verkauf oder vergleich Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Erdbeeren. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Ja? Und wenn es nicht passt, dann ist keiner dem anderen böse, dann muss man auch gehen. Aber man muss auch so offen sagen und vielleicht mal auch von sich aus wirklich sagen, ehrlich sagen, Argumente, das und das vielleicht gefällt mir nicht oder das passt mir nicht, das sind so meine Budgets. Aber so wie auf dem Bazar manchmal, kommt für ein Auto für 20.000, ich biete dir aber nur 1.000. Das ist eine Beleidigung für einen. Ja? Genau, das ist wirklich eine Beleidigung. Ja. Und da habe ich auch direkt angesprochen, meine Kunden, habe ich gesagt, ich habe dich nicht beleidigt. Warum beleidigst du mich? Und dann verstehen die das nicht. Ja. Ja? Aber da fehlen mir jetzt wirklich auch die Worte. Ja? Das ist auch ein guter Punkt mit Preisverhandlung im Verkauf. Genauso ist es ja auch im Ankauf. Wenn die Kunden uns Autos anbieten, es gibt viele, die sich an unseren Verkaufspreisen orientieren, wo du denen erstmal den Zahn ziehen musst und sagen musst, wie setzt sich der ganze Preis denn zusammen? Ich habe aber jetzt zum Beispiel, der wird jetzt am Samstag abgeholt, einen Ford Sierra. Ist eigentlich ein Brot-und-Butter-Auto, ist nichts Besonderes, aber das Auto kommt aus erster Hand, ist über 116.000 Kilometer nur beim gleichen Ford-Händler, Scheckew gepflegt gewesen, ungeschweißt, komplett im Originallack mit Klimaanlage. Der Händler hat mich angerufen, sagt, hey, ich habe euch bei TikTok gesehen, der Mann ist gestorben oder der Ehemann ist gestorben, die Ehefrau möchte das Auto nicht mehr fahren, ich möchte ihn verkaufen und meine Aufkäufer haben 500 Euro für das Auto geboten. Da habe ich gesagt, boah. Das ist eine Frechheit. Mhm. So, aber die gehen da auch emotionslos ran an diese Geschichte. Da habe ich ihm einen Preis genannt. Entschuldigung, dass ich sage, aber das ist der Unterschied zwischen normalem Händler und dem aus Leidenschaft. Ja. Ja? Kaufmännisch und emotional. Ja. Und das ist für mich so ein Auto. Ich weiß, Ford tut sich immer so ein bisschen schwer in der Vermarktung. Aber ich denke da ein bisschen anders. Ich sehe schon vor meinem geistigen Auge den Verkaufspreis für einen schönen Benziner mit einer tollen Historie aus erster Hand mit Klimaanlage, der eigentlich auch als Daily Driver dann perfekt geeignet ist. Und ich weiß, da wird jemand kommen, der diese Geschichte kein Daily Driver, bitte. Der, selbst wenn der einen draus macht, aber das Auto ist, und ihr werdet es wissen, einen ungeschweißten Ford, das gibt es so gut wie gar nicht. Und dann noch im Originallack mit lückenlosem Checkup aus erster Hand. Da zahle ich auch Unsummen an Geld, schick unseren Tim 7 Stunden mit Zug nach Basel. Um der das Auto dann auf eigene Achse. Und auf den freue ich mich auch, weil das ist wieder so ein Auto, wo ich sage, ich finde den ganz ehrlich selber noch nicht mal schön. Aber die Geschichte des Autos, der muss ein zweites Leben haben. Der darf nicht für 500 Euro irgendwo dann in Marokko oder Beirut runtergerockt werden. Ich sehe das ja genau wie du, aber noch mit paar extra Sachen.
Wie oft siehst du ja einen Audi 80, einen SL 107, 129er, diese ganzen Oldtimer-Szene, die überall fährt, im Ford Sierra? Gar nicht. Das ist ein normales Auto, aber weil es fast ausgestorben ist, ist es so wertvoll, dass du das gar nicht mit anderen vergleichen kannst. Ja. Die Emotion, ja, so ein Auto, welchen Preis gibt man ja? Du hast was Besonderes. Wenn einer so einen Ford Sierra sucht, du hast, sag ich mal, 10 Kunden auf der Welt, die sowas suchen. Und dann musst du Geduld haben. Die Geduld ist aber nicht nur einfach, ich habe ein Auto für weiß ich nicht, 5.000 Euro gekauft und ich verkaufe für 10.000 Euro. Wirtschaftlich würde das ja funktionieren, wenn ich das Auto hole, einmal aufbereite, hinstelle, nächsten Tag verkaufe. Aber ich muss einkalkulieren, das Auto steht vielleicht 2 Jahre bei mir. Ja, genau. Ja, mit den 5.000 Euro könnte ich ja 1.000 Euro Autos für 2.000 oder für 500 Euro mehr verkaufen in 2 Jahren. So oft, dass ich 100.000 Euro verdiene, mit dem verdiene ich aber nur 5. Ja. Ja, also wirtschaftlich eine Null. Das muss man auch verstehen, dass ich in dem großen so viel Geld investiere und ich verkaufe nicht jeden Tag so ein Auto. Ja? Das muss auch kalkuliert werden. Ja? Aber das Auto darf nicht, um nochmal auf den Preis zu kommen, der nächste Punkt ist ja, auch wenn ich es wollte für 2.000 Euro kaufen, für 3.000 verkaufen, so ein Auto müsste ja, sag ich mal, 1.000 Euro Aufpreis allein deswegen bekommen. Das habe ich meistens auch dem Verkäufer auch gegeben, das habe ich teurer eingekauft, damit man mehr wertschätzt, weißt du? Ja. Weil sonst kauft es einer für 3.000 Euro, der einen Daily-Driver draus macht. Ja. Ja, und das geht nicht bei dem Auto. Klimaanlage, wie viele Ford Sierra mit Klimaanlage gibt es? Sind vielleicht mal 7,5 ausgeliefert worden. Genau. Ja, noch nicht mal ganze 8. Ja. Dann noch im Erstlack, du kriegst lückenlose History, sowas also du kriegst irgendwas, was mit Geld nicht bezahlbar ist. Und da muss man wirklich so sagen, das Geld ist zweitrangig. Ja, ein Hobby, wenn du dir einen Tennisschläger kaufst, kaufst du auch nicht so einen billigen für 10 Euro. Und dann fahr mal mit so einem Ford Sierra auf dem Oldtimer-Treffen, wo SL 107 und R129. Da kriegst du so viele Emotionen. Da guckst du, ach ja, schön, schön. Aber die Leute gehen zum Ford Sierra, weil die sagen, boah. Jeder guckt sich. Und das ist nicht aus Neid oder sonst hier. Da kommt jeder, will deine Hand schütteln, wie toll dein Auto ist und allem. Und das nicht, weil du mit 1 Million Auto auf den Platz gekommen bist. Du hast das günstigste Auto vom ganzen Treffen, aber alle sind bei dir, ja? Ich habe noch einen Opel Omega hier zu verkaufen. Den habe ich heute Morgen die Finanzierung für den Kunden fertig gemacht. Also ihr könnt ab sofort auch über die Credit Plus bei uns finanzieren. Das nur so als Fun Fact am Rande. Der Preis ist ja schon hoch für den Opel Omega. Ist ja im Vergleich zu was denn? Das ist ja nur ein GL. Ich so, haben Sie recht, GL, keine ZV, aber Klimaanlage, Automatik, 60.000 gelaufen. Das Auto hat noch nicht mal den Hauch eines Kratzers, den Hauch eines Steinschlags. Ja. Wir haben von innen die Schonbezüge abgenommen. Da waren teilweise noch Folien ab Werk in dem Auto drin. Mhm. Der Zustand ist einzigartig. Das kann auch kein Classic Data, das kann niemand bewerten. Diese Geschichte, das Auto ist so einzigartig. Habe ich mir das erklärt, sagte, wissen Sie was, ich habe noch nie ein Auto gekauft, ohne dass ich das Auto gesehen habe. Machen Sie jetzt alles fertig, ich will dieses Auto haben und mir einfach wegstellen. Weil das ist so, sagt er, ist schon wieder so hässlich. Der hat auch vom Pagoden über was weiß ich, was der in seiner Halle stehen hat. Aber der braucht so ein Auto, mit dem er früher seine Firma aufgebaut hat. So, das war ein Opel Omega A Limousine. Aber du siehst ja, man kauft ein Auto mit Emotionen. Ja? Es ist, der kauft, weil der damals die Firma aufgebaut hat und da möchte er so ein Auto kaufen. Ja? Und da ist der Preis auch zweitrangig. Nicht immer Preis, ich kaufe die Emotionen. Ja? Weil ich das haben will. Genau, weil ich das einfach, ich freue mich zum Beispiel. Das ist unbezahlbar, ja. Ich habe hier ein Polo GT von den Klimabodies als Leihwagen. So, wenn mein Auto unterwegs ist oder der LKW unterwegs ist oder meine Frau mit dem Auto weg ist und ich habe dann hier kein Auto und das Wetter ist scheiße und ich fahre nicht mit dem T1, nehme ich den Polo GT. Das Auto ist so eine Rumpelbude. Er ist klein und eng. Ich finde den Wagen so geil, weil ich irgendwie meine Ausbildung damit verbinde. Und dann sagt die auch, ist das nicht peinlich, mit der Karre hier durch die Gegend zu fahren? Ich so, ich finde das geil. Das Ding hat 54, ist spritzig wie Sau, Viergangschalter, dreht hochtourig ohne Ende. Aber ich feiere dieses Auto. Aber das sind die besten Autos. Guck mal, eine G-Klasse oder ein Defender, unbequem bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber was kosten die Dinger? Ja, genau. Überbezahlt, Je unbequemer, je beschissener die sind, umso teurer. Umso teurer ist das. Und ich feiere so halt so diese Brot und Butter Oldtimer. Da habe ich irgendwie da so ein kleines Herz für, auch so diese günstige Schiene irgendwo zu handeln oder so dankbare Autos irgendwie zu handeln. Und da bin ich irgendwie völlig wahnsinnig. Das fand ich auch immer schön. Ja? Ich mag die wirklich, da kommen mehr Emotionen. Da sind Familien mit groß geworden. Ja, genau. So Underdogs, wie man die auch mal nennen möchte. Das ist schon, auch das kennst du nicht mit deinem Auto. Das macht langsam Spaß. Ja, ja.
fällt mir sofort einer ein. Für eine Mercedes S-Klasse, die ich hier zu verkaufen hatte, der wollte zwei Pferde und einen Pony eintauschen. Pferdestärken gegen Pferdestärken. Das war ein Pferdehändler. Der Pferd und ein Pony. So hat er auch geredet. Ich so, dann hab gedacht, will mich verarschen. Hab dann gelacht. Ich so, ist das witzig? Ich so, ja, weiß ich nicht. Ich bin kein Pferdehändler. Ey, du hast doch hier eine große Weide. Ich so, ich möchte richtiges Geld für ein richtiges Auto und keine Pferde und ein Pony dazu. Das war, nee, was hatte ich denn sonst noch hier? Uhren kriegen wir, aber das ist schon gar nicht mehr skurril. Uhren, ja, ja. Viele möchten Uhren, Uhren eintauschen. Nee, das war's eigentlich. Also wirklich, nee, und ein Grundstück auf Sylt war das, glaube ich. Ein Grundstück auf Sylt für einen Porsche 911er. Das war ein relativ großes Grundstück, wo du aber nicht, was du nicht bebauen darfst, was einfach irgendwie Naturschutzgebiet ist. Das hat der Kunde sogar mittlerweile bei eBay Kleinanzeigen irgendwie für 65.000 Euro inseriert. Man kann nicht bauen, aber das ist ihr eigenes Stück Sylt. Ist ja das, weiß ich nicht, ein Grundstück, ein Wassergrundstück auf Sylt. Das darfst du wahrscheinlich auch nicht betreten. Ja. Nee, also das ist nicht so meine Welt. Aber haben. Nee, ich persönlich keine Ahnung. Also Uhren ganz viel, ja? Ganz viele Uhren. Sonst weiß ich nicht. Aber ich habe dann meistens alles vorher ausgemustert, weil ich dann gefragt habe schon, womit die bezahlen möchten. Ja. Ja, und mittlerweile, was auch kommt, sind die ganzen Kryptowährungen, aber den traue ich nicht über den Weg. Also da bin ich auch nicht. Ich möchte richtiges Geld für richtige Autos und Punkt. Also wenn ihr Bock habt, dass wir dieses Format beibehalten, ich habe das jetzt mit Damian vorher nicht abgesprochen, aber hat er bestimmt Bock drauf, das weiterzumachen. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es uns wissen. Ich würde gerne mit Damian einmal eine kurze Runde über den Hof drehen, wenn das passt, wenn wir noch ein bisschen über 1, 2, 3 Autos schnacken. Und dann können wir eigentlich auch schon zum Ende kommen. Wir haben nämlich gleich noch witzigerweise Jaguar. Damian ist ausgewiesener Jaguar-Spezialist und hat eine super Expertise. Wir haben gleich noch einen Kunden, der müsste gleich auch hier auftauchen für den Jaguar, dann kann ich von ihm noch ein bisschen was lernen. Renn jetzt nicht so, ich will mal ein bisschen auf mich wirken lassen. Ja, ich finde das cool. Ja. Bunte Mischung. Aber speziell, du bist ja auch sehr Mercedes-lastig. Ja, das hat sich irgendwie so. Wobei wir haben mehr andere Autos als Mercedes stehen. Das wirkt nur, weil die halt alle zusammenstehen so ein bisschen. Ich stehe zum Beispiel auf sowas. Audi 5-Zylinder. Das ist ja so meine Welt. Da hinten, das sind so diese. Wow. Ja, die Wait-Timer, sage ich mal, die irgendwann zum Klassiker vielleicht werden. So ein Audi A2 oder E36 kommt momentan auch ganz. Ganz, ganz stark. Ja, E36, E46 finde ich super Autos. Ja, super. Aber wie groß das ist. Ja, Wahnsinn, ne? Kommt man so auf den ersten Blick. Ja, und alles, was hinten steht, ist verkauft. Ja. Da hast du einiges zu tun. Auch so eine Pritsche finde ich cool, ja. Aber da muss halt auch der Richtige für kommen. Aber genau, das ist der Punkt. Das kannst du nicht günstiger machen oder anders. Da muss einer kommen. Ja, wer sucht denn sowas als Pritsche? Ja? Aber ich finde das geil. Ja? Ich finde das richtig cool. Vor allem in grün eine Pritsche, da kommt irgendwie so ein Landschaftsbauer genau darauf mit seiner Werbung drauf. Und ja. Die letzte Pritsche, die wir hatten, das war eine aus erster Hand. So ein Grau-Cremeton. Ja. Und die hat jemand gekauft, der eigentlich einen Wolf kaufen wollte, hat dann die Pritsche gesehen. Und sein Papa war früher hat ein Betonwerk gehabt und hatte so ein Auto. Und dann hat er den gekauft, einen Käfer und einen Corrado G60 gekauft, die alle wirklich aus erster Hand kamen, eine geile History hatten. Und die Autos wollte er unbedingt haben, weil er sagt, er hat genug Geld und will das nicht irgendwie auf der Bank liegen lassen und baut sich jetzt eine schöne, feine Sammlung auf. Ja, das ist unser Topseller, 124er Kombi. Die können wir gar nicht mehr bedienen, die Nachfrage nach diesen Autos. Ja, aber den kannst du sehr gut als Alltagsauto auch nutzen. Ja. Da packst du alles rein, der Dauerläufer. Ja. Und der ist nachhaltig. Das ist so ein Auto, der kennt das gar nicht, kaputt zu gehen. Ja, auch sowas hier. Den habe ich. Das ist auch so ein krasses Auto. Opel Kadett E. Erste Hand, original 31 gelaufen, komplett im Erstlack, ungeschweißt. Sowas gibt's Bounty, nicht mehr. Bounty, kenne ich von damals. Sowas gibt's gar nicht mehr, so ein Auto. Und dann noch die Felgen, in dem Zustand die Felgen. Ne? Ja. Das finde ich so faszinierend. Ja, ja, ja. Da würde jeder vorbeilaufen. Weißt du, die 90% von, nee, 100% von denen sind angelaufen. Ja. Ja? Du hast wenn die dann einmal im Winter gelaufen sind, ja, dann laufen die an und das kannst du so nicht mehr, das ist. Das Einzige, was er hat, sind so 2, 3 kleine Steinschläge und das war's. Also das Auto ist. Das ist so der Punkt, da kommt ein Kunde und möchte sowas lackiert haben, darfst du gar nicht lackieren. Nein. Dann musst du sich ein anderes Auto kaufen. Das ist auch wieder so, du bist ganz schön teuer für ein Kadett. Ich so, zeig doch mal so ein Kadett, ungeschweißt. Mit solchen Felgen. Auch mit den Windabweisern oder mit dem Heckspoiler oder sowas. Ja, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Windabweiser haben möchtest für einen Opel Kadett E,
finde mal. Ja, gibt's vielleicht noch drei auf der Welt. Und dann mit 1,8 Liter Motor. Der hat halt auch noch richtig Musik unter der Haube. Und der sieht von unten aus, als hätte er das Werk stärker gerade verlassen. Stärker war nur der GSI noch. Ja. Das war Top-Motorisierung. Mit Schiebedach ab Werk schon, ne? Ja, genau. Ja. Zentralverriegelung hat er dabei. Damals waren ja meistens die Ausstelldächer, ja, wo du drehen konntest und hoch nachträglich. Die dann auch teilweise nachträglich eingebaut sind, ja, wo es dann irgendwie nach 10 Jahren reingeregnet hat in der Waschanlage. Aber original mit Schiebedach super, super selten, ne? Ja, dem hier, dem E34, dem werden wir jetzt noch ein paar schöne Felgen verpassen. Den werden wir ein bisschen modifizieren. Den? Ja. Was hast du gegen die Felgen? Das sind original BBS. Ja, der steht aber schon ewig. Keine Ahnung, das ist der E34, ich habe da meinen ganzen Schwung von gehabt, der ist übergeblieben. Den werde ich jetzt einfach mal... Ja, aber E34 braucht manchmal ein bisschen Zeit. Das sind nicht so... E39 geht mehr. Weil der E39 ist mehr Alltagsauto. Ja. Ja, und mein Bruder hat gesucht bis vor 2 Jahren. Der hat seinen E39 bis knapp 500.000. Und dann haben die ihm 2x Cut geklaut. Und dann hat er die Schnauze voll gehabt. Hat jetzt sich so einen Suzuki gekauft, so einen neuen. Und hat gesagt, er hat die Schnauze voll. Aber er hat mehrere Jahre gesucht nach einem rostfreien, Preis war ihm egal, aber ein rostfreien E39, ein Kombi mit Automatik sollte das sein, hat keinen gefunden. Ja, kriege ich jetzt bald noch einen, sogar mit 45 Motor. Ja, dann für den, der halt sowas sucht, ich weiß, auf dem Markt gibt es keine, weil er hat wirklich fast alles gesehen, was auf dem Markt war. Genau sowas wie das hier, Volvo 440 als Turbo, gibt es in den letzten Jahren, gab es immer nur mal einen, der im Internet war und die sind alle bei mir gelandet. Klimaanlage und das Ding hat zwar nur 120 PS und ist irgendwie auch hässlich, aber es ist ein Turbo und das finde ich schon wieder irgendwie geil bei dem Auto. Warum die Tonne jetzt hier steht, was früher hässlich war, ist jetzt schön. Ja? Außer der hier. Den habe ich für eine Renault Alpine in Zahlung genommen. Das ist so ein Auto, ich habe ja vorhin mal erzählt, ich handle nur Autos, die ich selber geil finde. Bei dem weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Aber ich kann dir mal eins sagen, ich fand die damals ja nicht so schön und jetzt auch nicht, aber dieses Auto, wenn ich mir so angucke, der ist stimmig. Ja. Der ist stimmig. Und das ist so typisch in den 80er Jahren. So sind die, sage ich mal, ausgeliefert worden. Und du siehst ja, der ist nicht verbastelt, der ist original. Ja. Und das ist so das Besondere wieder. Und im Originallack 23 Jahre lang in einer Hand. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass der ganz schnell gehen wird, weil da wird einer kommen und sagt, boah. Was auch ganz speziell ist, die ganzen Embleme, das gibt's nicht mehr. Nein, und dann gar in nicht. Dem Zustand. Es gab auch keinen Spiegel. Wir haben jetzt einen Spiegel aus dem Facelift-Modell eingebaut, weil du da einfach keine jetzt merke ich ja. Aber das ist so der Wahnsinn. Ja, dann würde ich ja mit einem Spiegel fahren. Ja, die Scheibe hat aber ein Loch. Das kannst du nicht, ja. Ja, aber das sind so Sachen, da kommt ein Kunde und sagt, nee, möchte ich nicht. Dann sagst du ihm, hör mal, wenn du einen Spiegel findest, bezahle ich dir den. Ja, genau. Das muss man so in Kauf nehmen. Ja. Und auf der anderen Seite hast du aber so ein Auto, ja, wo du bei Mobile vergleichst und wie jeder andere, aber es sind so Details, der hat beide Spiegel als Beispiel. Ja, genau. Dann ist so ein Auto auf einmal unbezahlbar, kostet 2000 Euro mehr als der vergleichbar, obwohl der mehr Kilometer hat. Du musst überhaupt erstmal einen finden. Es gibt nämlich keinen mehr. Das kommt noch dazu. Es gibt generell keinen. Und das ist so, was viele nicht verstehen, weil die sich mit der Materie nicht auseinandergesetzt haben. Ja? Auch schön im Velour. Warum gab es denn früher Velour so früher war ja so Velour, Leder, Stoff, ne? Ja, und Velour war sogar teurer als Leder. Ja, deswegen sage ich ja, als Leder. Ja. Velour, warum? Keine Ahnung. Du hast einmal als Anzugsträger, hast du keine Falten. Deswegen alle Dienstwagen fahren mit Stoffsitzen. Gibt es kein Velour, aber Stoffsitze, gibt es keine Falten. Auf dem Leder hast du Falten im Anzug. Ja, siehst du. Das ist das eine. Und Velour zu Leder aus einem 2 Dezibel leiser im Innenraum. Echt? Okay. Siehst du wieder was dazu absorbiert gelernt. Durch dieses Velour, absorbiert die Hallgeräusche, also das Hall zu mehr. Ich stehe sowieso immer auf Velour, weil ich das immer alles schön in eine Richtung bürsten kann. Das sieht immer gleich wieder geil aus. Hast du schon wieder drauf, Philipp? Ja, da kommt dein Fetisch durch. Ja, genau. Mit Bürsten. Das hier zum Beispiel, das ist auch wieder so mein Highlight. Das habe ich von einer jungen Dame. Das Auto hat ihr Papa gefahren. Kommt aus erster Hand, 80.000 Kilometer gelaufen. Wir haben jetzt schon ein bisschen Lackierarbeit und Schweißarbeiten gemacht. Der kriegt jetzt nochmal Zahnriemen, Bremse, Reifen, alles komplett neu. Die gehen eigentlich auch mal weg wie geschnitten Brot. Der hat jetzt zwar keine Klima, hat dafür ein Schiebedach, eine schöne History. Und wer zu so einem Passat, also kein Kind der 80er hat keine Beziehung zu so einem Passat 35i. Weißt du, was mir direkt auffällt? Die Farbe. Die ist super selten. Ja. Und für die damaligen Verhältnisse, heutzutage anthrazitfarbenes Auto hast du sehr häufig. Ja. So ein Grau-Anthrazit, früher nicht. Ja. Die meisten sind weiß früher von den Dingern. Weiß waren ganz viele oder so ein Bordeaux, also diese Unilacke, ja, genau. Waren ganz, ganz viel.
Und wenn der jetzt erstmal, ich lasse die Felgen noch, wenn der neue Reifen kriegt, werden die Felgen nochmal schön neu lackiert. Ja, aber ich würde keine Alus drauf packen. Nein, nee, der bleibt so. Ja, der, weil das ist wirklich das Besondere auch. Das muss so bleiben. Der muss, ja. Die müssen bloß einmal schick gemacht werden. Dann die ganzen Schutzleisten noch einmal wieder schön schwärzen. Da freue ich mich auch drauf. Das ist auch so ein Auto. Da. Und da sind so, was du gesagt hast, wenn so ein Auto kommt, der ist ja nicht schlecht. Aber wenn er nachher fertig ist, ja. So, der war von der Substanz her gar nicht so schlecht, aber ich weiß, ich mache ihn besser, viel besser. Wird zwar dann kaufmännisch den auch wieder teurer, aber wenn er dann fertig ist, kann ich ihn mit ruhigem Gewissen verkaufen. Jetzt komme ich noch zum Auto. Da muss ich jetzt, ich will jetzt kein, ja, Shitstorm ist das falsche Wort. Dieses Auto. Da versucht einer ein Auto zu klauen. Ach, das ist das mit den Schlüssel, wo du sagtest, ich muss wieder neue nachmachen. Ja, genau. Ne, wenn die dann abends eingekauft werden. Ja. Genau, der ist das, genau. Ja, falls euch diese, ich schätze, Philipp macht eine Doppelfolge draus, gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Ich habe richtig Bock auf das Format. Ich denke, Damian, du musst Bock haben auf das Format. Ich würde sehr gerne mit dir meine Leidenschaft teilen. Ja, also nur die automobile Leidenschaft. Nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Das ist ja dann die nächsten Filme, die ihr drehen wollt. Die werden aber nach 24 Uhr dann ausgestrahlt. Da bin ich nicht dabei. Du kommst das nächste Mal mit einem vernünftigen Auto. Ansonsten, wir sind raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Liken, abonnieren, kommentieren. Nicht vergessen, lasst uns wissen, wie ihr es gefunden habt. Vielleicht machen wir dann Dauerformat. Ganz kurz, ich würde nur gerne mal wissen, Philipp und sein, sag ich mal, seine Leidenschaft und auch die Automobilfahrer von den neuwertigen Autos, vielleicht mal auch die mit reinnehmen. Und ich würde auch mal gerne wissen, wie deren Leidenschaft ist, wie die zu uns stehen. Und vielleicht mal, dass wir uns besser austauschen mit den Zuschauern, ja? Genau, lasst es uns mal wissen, wie ihr zu dem Thema Oldtimer steht, falls ihr selber ein frisches Auto fahrt. Ja. Wir sind raus, wir sehen uns in der nächsten Folge. Freut euch drauf.